Ich wollte mich melden, weil ich einen positiven Schnelltest habe. Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute ein neues Video für euch. Endlich mal. Ich gebe zu, ich habe das schon etwas länger her gefilmt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das posten soll, weil ich habe euch in meiner Quarantäne, als ich Corona hatte, ein Full Week of Eating aufgenommen. Allerdings habe ich ein paar Tage einfach vergessen zu filmen, beziehungsweise mir war einfach nicht danach. Ich habe so oft die Frage bekommen, wie ich mich ernährt habe in meiner Quarantäne, ob ich zugenommen habe, ob ich im Defizit gegessen habe, ob ich Homeworkouts gemacht habe, ob ich Schritte gesammelt habe in meiner Wohnung. So, nee, überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr krank seid, egal welche Krankheit, oder wenn ihr in Quarantäne seid, dann macht es euch nicht schwerer, als es schon ist. Wenn man in Quarantäne ist, man darf nicht raus. Plötzlich hatte ich so den Drang rauszugehen. Mich hat das so genervt, dass ich nicht raus konnte, weil ich hatte ja auch zum Glück einen sehr, sehr milden Verlauf. Ich hatte nur 2 Tage Kopfschmerzen und so Druck auf dem Kopf. Ich bin sehr dankbar für diesen milden Verlauf. Früher musste man ja 14 Tage sogar und der Lockdown, da können wir uns auch noch alle viel zu gut dran erinnern. Lebt einfach erstmal eure Quarantäne durch, esst das, worauf ihr Lust habt. Und ich denke auch tatsächlich, dass viele, die gerade in Quarantäne sind, dieses Video suchen und schauen. Deswegen, wenn ihr gerade Corona habt oder egal welche andere Krankheit, dann gute Besserung. Ich hoffe, ihr habt einen milden Verlauf. Aber wenn ihr das einfach nur so anschaut, vielleicht kriegt ihr ja auch hier und da ein paar Inspirationen, wie ich so gegessen habe. Wir haben auch ein paar Videos gedreht. Da werdet ihr ein paar Szenen vielleicht so wiedererkennen oder ein paar Gerichte, weil wir natürlich trotzdem von zu Hause aus weiterarbeiten konnten. Eine Sache habe ich noch, wenn ihr krank seid. Wie gesagt, nicht im Defizit essen. Wenn ihr auf was achten wollt, dann auf genug Nährstoffe. Und wenn ihr auf eure Muskeln achten wollt, dann könnt ihr auch genug Eiweiß essen und darauf achten. Habe ich persönlich jetzt auch nicht so gemacht, sondern ich habe einfach das gegessen, worauf ich Lust habe und war damit bestimmt im Überschuss. Aber das hat mich da nicht interessiert. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich wollte mich melden, weil ich einen positiven Schnelltest habe. Dann drücken Sie bitte jetzt die Taste 1. Mein Montag bestand aus Wasserschleifen, Infos, was ich jetzt machen soll, weil ich ja keine Symptome hatte und einer spontanen Sushi-Bestellung von Daniel. Dienstag habe ich dann meinen PCR-Test gemacht, deswegen war ich da nochmal draußen. Das ist aber auch immer unterschiedlich, also wartet da auf die Anweisungen, was ihr machen sollt. Und dann haben wir ein Video gedreht. Ich habe nämlich einen Tag lang für Daniel gekocht. Und deswegen gab es so ganz normales Essen, was wir sonst auch essen, also keine Challenge oder so. Wir haben Porridge gegessen, Daniel hatte ein Omelette, dann gab es selbstgemachte Tacos und abends gab es dann ein leckeres, cremiges Kokoscurry mit ganz viel Gemüse, Hähnchen, Reis. Und als Nachtisch habe ich noch Proteinkrebs gemacht. Danach gab es übrigens noch Schokolade vom Fernseher. Und ja, am nächsten Tag habe ich wieder mit Porridge gestartet und habe die Reste vom letzten Tag gegessen. So Leute, heute ist Quarantäne Tag 3 und der offizielle PCR-Test ist jetzt da. Leider positiv. Mir geht es aber immer noch ziemlich gut, würde ich sagen. Und ich habe mir jetzt einen Salat gemacht. Ich habe gerade schon die Reste von gestern gesnackt vom Curry. Da war aber nicht mehr viel übrig. Und ich habe hier noch ein paar Pelmeni. Daniel hat sich nämlich Pelmeni gemacht. Aber ich hatte irgendwie nicht so Lust drauf. Und deswegen habe ich hier auch noch Chicken Nuggets mit Süß-Sauer-Soße. Also ich dachte mir, ich mache noch den Salat dazu. Der ist einfach mit so einem Joghurt-Tahini. Zitronendressing, um einfach so ein bisschen Nährstoffe zu bekommen. Ein paar Greens. Daniel kann sich heute wieder freitesten und dann kann er einkaufen gehen. Wir haben auch noch was zu Hause, aber irgendwie fehlt ja dann doch immer das, was man genau gerade haben möchte. Ich merke auf jeden Fall, dass ich echt Appetit habe, weil wenn ich krank bin, habe ich immer mega Appetit die ganze Zeit. Ich weiß, manche haben dann gar keinen Appetit, aber manche haben auch immer Appetit. Ich gehöre zu den Leuten, die immer Appetit haben. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass ich nicht so viel Energie brauche, weil ich mich ja gar nicht bewege. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das so in den nächsten Tagen entwickelt. Ich muss bis zum 17. in Quarantäne. Heute ist jetzt der 9. Und theoretisch kann ich mich ja nach 7 Tagen frei testen, wenn mein Testergebnis dann negativ ist. Ich hoffe, dass ich das machen kann. Ich habe ja kaum Symptome, nur jetzt ein bisschen Schnupfen und so Druck auf dem Kopf. Aber irgendwie so, dass man nicht spazieren gehen kann und so. Ihr wisst ja, letzte Woche hatte ich eine Mandelentzündung. Habe ich auch immer Tests gemacht, die waren negativ. Und ich war jetzt einfach schon 7 Tage lang ungefähr nicht mehr richtig draußen, nur zum Einkaufen. Habe auch Kontakte vermieden, war nicht im Gym wegen meiner Mandelentzündung. Und jetzt einfach nochmal 10 Tage drauf. I don't know. So, jetzt wollen wir mal probieren, was die Pelmeni so können. Das sind nämlich gekaufte. Sind das die normalen Pelmeni? Also die ich mache, schmecken doch besser, oder? Ja, klar. Sollst du öfter machen. Ich
habe keine Zutaten dafür. Die bringe ich dir. Oh oh. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal schmecken lassen und dann schneide ich weiter ein Video. An dem Tag habe ich auch noch eine Bowl gegessen. Daniel hat uns so Pizzatoasts gemacht und dann haben wir auch noch eine Serie geschaut. Und jetzt sind wir schon am nächsten Tag und da habe ich komplett vergessen, den halben Tag zu filmen. Ich habe abends aber ganz viele Reels gedreht und Rezepte ausprobiert. Die zeige ich euch gerade. Und dazu werden noch alle genauen Rezeptangaben auf Instagram kommen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber das ist einfach alles super lecker geworden und dann haben wir das auch alles aufgegessen. Also Daniel und ich, es war wirklich so, so gut. Am Freitag haben wir wieder ein Video gedreht. Das ist einfach so ein fettes Brot. Wow. Ist okay, aber... Das Brot schmeckt gut. Also wir hätten wahrscheinlich richtig belegen müssen mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und zwar haben wir einen Tag lang das teuerste Essen bestellt. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Und zum Abendessen, weil wir haben dann irgendwie nur noch abends bestellt. Wir haben es ein bisschen vergessen. Wir haben uns dann einmal Tacos bestellt, die waren leider nicht so gut. Und Sushi, und das Sushi war richtig lecker. Samstags habe ich auch nicht so viel aufgenommen, ich habe aber noch mehr gegessen. Ich habe auf jeden Fall mittags Nudeln gegessen und abends haben wir uns noch einen Döner bestellt. Dann gab es Sonntag nochmal ein Video und zwar hat Daniel das gedreht. Einmal gab es Avocado-Brot zum Frühstück. Mmh, mein Lieblingsfrühstück, Avocado-Brot und Porridge. Ja, geschmolzen! Dann haben wir Chicken Nuggets und Kartoffelveggies und Pommes gegessen. Da muss ich sagen, also es war schon lecker, aber so insgesamt ist sowas einfach nicht so mein Fall. Ich liebe es, wenn da so ein bisschen was Grünes dabei ist, aber kann man auf jeden Fall mal essen. Dann hat Daniel eine leckere Garnelenspaghetti, also Garnelennudeln gemacht. Die waren auch super. Und dann haben wir abends nochmal Curry bestellt. So Leute, wie ihr gesehen habt, hat hier und da was gefehlt und ein paar Snacks müsst ihr euch auch dazu denken. Daniel und ich haben übrigens angefangen, alle Marvel-Filme anzuschauen in der richtigen Reihenfolge. Also sowas ist auf jeden Fall auch immer ganz cool, wenn man da so eine kleine Mission in seiner Quarantäne hat, selbst wenn das so ein Serienmarathon ist oder schaut einfach eine Serie an, die ihr schon immer mal schauen wolltet. Wenn euch sonst zu langweilig ist, dann könnt ihr auch noch was Produktiveres in dem Sinne machen, dass ihr ein Buch lest, was ihr schon immer mal lesen wolltet, vielleicht über irgendein interessantes Thema oder irgendein Hörbuch hört oder so, aber fangt jetzt bitte nicht an, wenn ihr krank seid, Homeworkout zu machen, weil das macht es dann noch viel schlimmer im wahrscheinlichsten Fall. Und wenn ihr versucht, im Defizit zu bleiben, wenn ihr keinen Appetit habt, so okay, das ist eine Sache, versucht da trotzdem am besten genug Nährstoffe zu bekommen. Aber wenn ihr zwanghaft versucht, im Defizit zu bleiben, das ist nicht gut, weil das ist ja zusätzlich Stress für euren Körper und der hat ja schon genug mit seiner Genesung zu tun. Das noch so als letztes Wort. Ich hoffe, dass euch das Video, auch wenn da so ein paar Sachen gefehlt haben, gefallen hat. Wenn ja, gebt den auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ihr werdet auch noch meinen ersten Quarantänetag, nee, nicht Quarantänetag, sondern meinen ersten Tag nach der Quarantäne sehen. Den habe ich nämlich auch gevloggt. Bin nur noch nicht dazu gekommen, alles hochzuladen. Also dafür bekommt ihr bald ganz viele Sommer-Vibes. Es geht tatsächlich heute in 14 Tagen los. Ich freue mich so. Aber mehr dazu kann ich noch nicht verraten. Deswegen, ja, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!